Hallo zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und ich bin heute in Kroatien unterwegs, genauer gesagt in Istrien, hier in so einem schönen Naturschutzgebiet. Und hier soll es irgendwo ein, zwei oder drei Wasserfälle geben. Vielleicht schaffe ich es ja, einen Wasserfall wenigstens gut in Szene zu setzen. Bleibt dran, ich würde mich freuen und seid gespannt, ob es mir gelingt, hier ein, zwei gute Fotos zu machen. Also das nenne ich wirklich ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Ich habe jetzt leider auch echt wenig Zeit, irgendwie die Wasserfallfotografie zu dokumentieren, weil die Kinder legen ganz schön das Tempo vor hier bei der Wanderung. Aber es ist schon echt schön hier. Also Leute, die Landschaft hier ist sowas von schön. Es gibt überall diese Grumpen, kleinere Wasserfälle, es ist einfach wunderschön. Jetzt komme ich endlich mal dazu, hier in Ruhe ein Foto aufzunehmen, weil alles andere vorher musste ruckzuck gehen, weil unsere kleine Gruppe immer vormarschiert ist. Hier machen wir eine kleine Pause und dieser Wasserfall hier hat bestimmt 10, 15 Meter Höhe. Da kommt jetzt wenig Wasser runter, aber ich möchte ihn trotzdem im Hochformat aufnehmen und etwas verträumt aussehen lassen. Also, wie machen wir es? Ich werde jetzt nur auf ISO 100 gehen, habe einen ND-Filter vorne auf dem Objektiv drauf und einen Polfilter. Den Polfilter nehme ich auch hier beim Wasser her, um diese weiße Reflexion aus dem Wasser einfach raus zu filtern. Das Bild könnte ich jetzt auf einer 9er Blende oder sowas machen, dass hier auch der Vordergrund einigermaßen scharf ist. Und ich habe hier einen ND1000, ich habe nur diesen ND1000 dabei, dann müsste ich schon ein, zwei Sekunden belichten, damit das Bild hier nicht zu dunkel wird. Die Schwierigkeit bei dem Bild ist ja jetzt folgendes, die Sonne trifft voll, also wir haben Mittagszeit um 1:30, die Sonne trifft voll oben auf dem Wasserfall drauf, also blöd ist jetzt natürlich, wenn das Bild überbelichtet ist in dem oberen Bereich, das kann ich nicht retten, deswegen konzentriere ich mich darauf, dass das Bild eher unterbelichtet ist, den Vordergrund hebe ich dann noch leicht mit den Tiefen nach oben in Lightroom bei der Nachbearbeitung, ja, und dann wird es hier eine runde Sache. Ich habe die Kamera so aufgebaut, dass sie in der Waage ist, Hochkantformat, mache das Bild jetzt mit der 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Scharf gestellt habe ich hier nicht den Vordergrund, sondern wirklich den Wasserfall. Boom! Es sind halt Menschen da, schwierig. So, jetzt habe ich ganz kurz meine Ruhe. Die 2-3 Sekunden muss ich ausnutzen, um das Bild jetzt hier im Hochkantformat endlich zu machen. Ich habe hier eine schöne Sicht auf den Wasserfall durch diesen kleinen Tunnel, der im Vordergrund ist. Und fokussieren tue ich hinten auf den Wasserfall. Wow. Das Ganze mal auf eine 10er Blende mit einer Sekunde Belichtungszeit.
mache ich noch einen Versuch, ich gehe noch näher ran, um nur diesen einen Stein da vorne im Vordergrund drauf zu haben. Ja, ist das schön. Hier lenkt jetzt nichts mehr von dem Bild ab. Hier ist nur noch ein Stein da vorne. Das ist ganz klasse. Auch mal mit einer 3 Sekunden Belichtungszeit. Das ist schon ganz gut geworden, glaube ich. Das war es jetzt hier erstmal von mir aus der Natur. Morgen suche ich mir einen anderen Spot. Hat Spaß gemacht hier. Wir sind wieder gut am Haus angekommen, aber jetzt muss ich noch mal losgehen, um den Sonnenuntergang irgendwo am Hafen schön einzufangen. Da habe ich richtig Bock drauf, weil da bin ich jetzt alleine unterwegs. Also ich habe mir für meinen Sonnenuntergangsshot ein Hafengelände ausgesucht in dem Örtchen Virsar. Das habe ich tatsächlich auf Google Maps gefunden. Also auf Google Maps, ohne Fotos vorher gesehen zu haben. Ich habe einfach darauf geachtet, dass ich einen Steg finde, der Richtung Westen ausgerichtet ist, also Richtung Sonnenuntergang. Und so viel Planung muss tatsächlich sein, wenn man schönes Landschaftsbild hinkriegen will. Ich möchte auch eine Langzeitbelichtung anfertigen und ich habe auch geguckt, wo sind die Boote, wo sind die ganzen Segelschiffe, und die sind alle links hinter mir an der Kaimauer da hinten angebracht. Also ich habe vor meiner Nase kein Boot, nur das Wasser und diesen wunderschönen Steg, der da ist. Also ich kann wirklich eine Langzeitbelichtung anfertigen, ohne dass irgendwas verwackelt im Hintergrund. Ja, jetzt habe ich hier noch halbe Stunde Zeit, bis die Sonne tatsächlich dann eintaucht. Der Himmel färbt sich auch schon ganz leicht rot ein. Vielleicht wird es ein Top-Sonnenuntergang. Ich würde mich so freuen, wenn es hinhaut. Und was ich hier auch noch so sehe, hier gibt es auch diese Felsformationen, diese ganz kleinen, die schauen auch in Richtung Sonnenuntergang. Vielleicht ist es ja auch noch ein mögliches Fotomotiv, also diese Linienführung mitzunehmen. Steg ist ja die eine Sache, die kann ich. Und da kommt mir wahrscheinlich auch der Ammersee oder Wörthsee zugute, dass ich schon viele, viele Stege fotografiert habe. Ich weiß, wie ich meine Kamera hinzustellen habe, wie ich das Bild mache. Und da nehme ich euch jetzt erstmal mit und zeige euch den Bildaufbau. Und das Thema Steg ist Steg ist tatsächlich richtig. Ja. Es gibt immer verschiedene Höhen, in denen man einen Steg schön aufnehmen kann. Ich schaue auf jeden Fall bei diesem Steg, dass ich die Kamera möglichst niedrig platziere, dass der Steg auch nicht sich irgendwie mit der Wasserkante irgendwie schneidet. Also niedriger würde ich das Stativ jetzt auch nicht stellen. Und ich mache diese niedrige Position aus dem Grund, weil ich diesen Steg ultra lang aussehen lassen möchte. Ich bin jetzt hier, glaube auch auf 28, 30 mm nur. Und das aus folgendem Grund. Wenn ich weitwinkliger gehe, dann habe ich viel zu viel von der Insel links drauf und auch hier vom Uferbereich rechts neben mir. Den will ich eigentlich nicht, ich will es minimalistisch halten, dass nichts von diesem Steg und dieser Ruhe auf dem Wasser ablenkt. Deswegen heute nicht ultra weitwinklig. Ja, so gehe ich die Sache jetzt an. Ich habe das Stativ jetzt auch genau hier aufgestellt, um die ganze Länge des Steges drauf zu bekommen. Habe natürlich darauf geachtet, dass ich diese Lücke nicht drauf habe. Und jetzt seht ihr diese Querplanken vor mir. Da ist es mir zumindest ganz wichtig, dass sie auch schön waagrecht im Bild erscheinen, dass sie nicht irgendwie schief erscheinen. Ja, das sind so einfach die Details, auf die ich geachtet habe. Die Sonne geht leicht rechts neben dem Steg unter, und wenn die Sonne noch 10 Minuten tiefer steht, könnte das ein ganz gutes Bild werden. Also ein schönes, romantisches, ruhiges, ja, Meerfoto, Stegfoto. Dazu verwende ich jetzt auch wieder meinen Filter. Ich habe jetzt hier wieder den Haida, den 64-fachen drauf. Und werde auch den Polfilter entsprechend einstellen, damit ich die Reflexion von der Sonne da ein bisschen aus dem Wasser rausbekomme. Man kann dieses Foto auch ohne Langzeitbelichtung machen.
aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Weil es eh so schön ruhig hier ist, weil, wisst ihr, wenn jetzt hier richtig Wellengang wäre, ja, okay, dann mache ich total gern aus der Hand auch die Bilder mit einer schnellen Belichtungszeit, aber hier lassen wir einfach die Zeit, ich will eine Langzeitbelichtung und schöne Landschaftsfotos brauchen halt einfach Zeit, ja, da kommt noch was Gescheites bei rum. So, damit ihr seht, was ich sehe, schaut hier, diese Querladung ist exakt in der Waage, die Kamera steht auch so an sich in der Waage. Und ich mache es jetzt auch so, dass ich mein Bild absichtlich etwas unterbelichte. Bei den Stegen werde ich im Nachhinein wieder mit einem Verlaufsfilter von unten nach oben aufhellen. Aber ich möchte wirklich immer, immer vermeiden, wenn ich schon im RAW fotografiere, dass mir der Himmel oben ausbrennt. Ja, jetzt hier auf einer F10 30 Sekunden, so würde ich das Bild niemals machen, weil der Himmel einfach ausbrennen würde. Auch wenn der Steg schön zur Geltung so kommt. Als nächstes spiele jetzt hier meinen Polfilter und drehe mal, dass das Wasser ein bisschen dunkler wird. Und ihr seht es jetzt auch schon live hier, wie ich einfach die Reflexion in diesem Bereich hier aus dem Wasser rausgenommen habe. Da ich noch einen Verlaufsfilter dabei habe, nutze ich den auch, wenn ich ihn schon mitschleppe, um einfach den Himmel ein bisschen mehr abzudunkeln, um da auch ein paar Konturen reinzukriegen. Und das mache ich hiermit, den stecke ich jetzt hier rein. So. Und wenn ich jetzt meine Blende etwas mehr schließe, könnt ihr gleich sehen, wie schön das jetzt tatsächlich wird. Ich bin jetzt schon auf einer F20 und da brauche ich keine 30 Sekunden. Da reicht vielleicht so 15, 20 Sekunden. Das mache ich immer so auf Augenmaß. Ich blende mir auch mal das Histogramm nochmal dazu ein. Aber es sieht schon leicht unterbelichtet aus, also genau passend so für mich. Und das ist jetzt schon mal ein Top-Bild. Es macht auch keinen Unterschied, ob F20 oder F22. Ich kriege keinen Blendenstern hin, weil einfach Wolken momentan vor der Sonne sind. Aber so mache ich jetzt einfach das erste Bild, kurz vor Sonnenuntergang, mit einer 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Und dann bügele ich hier alles schön glatt. Und ich genieße es gerade in Ruhe zu fotografieren, weil heute tagsüber war ich an dem Wasserfall. Wow! Bam! Heute war ich an dem Wasserfall und da ging nichts mit Ruhe. Also es war echt anstrengend mit den Kids. Und wir wollten einfach zuschauen, dass wir schnell, schnell weiterkommen. So. Mache ich das Bild noch ein kleines bisschen weitwinkliger, das gefällt mir einfach besser. Da kriege ich noch mehr von der Insel drauf, weil die rechte Insel, die war mir jetzt ein bisschen zu arg am Rand. Aber so habe ich wirklich diese Führungslinie des Steges in Richtung Sonne und die i-Tüpfelchen hier in dem Bild sind die schönen Wolken und einfach die Inseln vorne. Und das sieht echt gut aus und freue ich mich ja jetzt auch eigentlich, dass das ganz geil ist. Und umso tiefer die Sonne steht, umso schmaler wird auch dieser rote Sonnenstrahl, der hier direkt auf mich zuscheint. Das ist echt super schön. Ich kann jetzt auch schon 25 Sekunden lang belichten auf einer 20er Blende und habe hier mein Foto. Bin rechtzeitig angekommen und das ist jetzt die Belohnung. Hallo. Jetzt bin ich auch tatsächlich noch weiter nach vorne gegangen und fotografiere hier fast auf 16 mm. Und aus der Kameraposition habe ich jetzt den Horizont mal bewusst auch komplett in die Mitte genommen. Mache das Bild so auch mal. Daheim kann ich dann wirklich entscheiden am Monitor, wenn ich es wirklich in groß sehe, ob das die richtige Entscheidung war. Aber der Himmel sieht echt cool aus. Ich habe eine schöne Wolkenverfärbung. Also echt cool. So mache ich jetzt das Bild. Ich nehme noch kurz Stativ weg. Es geht jetzt ruckzuck. Jetzt haben wir hier auch wieder das alte Spiel. Die Latten hier, die Bretter, die sind nicht wirklich gerade. Eins ist schiefer als das andere hier auf dem Steg, aber es wackelt einfach nichts. Wow, da kommt ein Segelboot rein. Ich glaube, ich habe Glück, dass ich es noch nicht ganz drauf kriege. Es bewegt sich eh. 30 Sekunden Belichtungszeit.
Das soll jetzt hier das letzte schöne Bild sein. Oh, da vorne kommt auch noch ein Segelboot rein oder ein Fischerboot. Ja, jetzt bringen die den Fisch heim und dann gibt es da schön lecker Fisch im Restaurant gleich. Bam, Alter. Saugutes Bild. Vielleicht schnappe ich mir jetzt echt noch mal da die Felsen auf der anderen Seite. Sind ja nur 5 Meter weg von hier. Das wird ein schnelles Ding. So, jetzt wird die Sache hier schon ein bisschen anspruchsvoller. Mein Ziel ist es jetzt hier diese Wasserpfütze, die hier mit einzubinden. Das wäre aus der Höhe hier eigentlich optimal. Mit dem Stativ muss ich mal gucken, wie hoch ich da komme. Vielleicht klappt es ja sogar mit diesem kleinen Mini-Stativ. Schwierige Bildkomposition. Hier ist es auch unheimlich wichtig, dass ich mit dem Polfilter arbeite, weil ich hier absolut keine Reflexionen in dem Wasser hier drin haben will. Wow, das schaut echt mächtiger aus, als es hier vor Ort ist. Aber das ist jetzt auch echt die Kunst, hier was draus zu machen. Ja, schaut mal her, wenn ich jetzt hier drehe, wie hell das Wasser da ist. Und jetzt, zack, hole ich die ganzen Reflexionen da raus. Das ist ein Top-Bild. Mal auf 15 Sekunden, 7er Blende. Fokussiert habe ich hier tatsächlich auf den Wasserkreisel hier oder auf das Wasser. Leute, das Bild von dieser Wasserpfütze hier gefällt mir noch 10-mal besser als das Stegfoto, weil es eben für mich ungewohnt ist und ist für mich tatsächlich ein Hingucker. Auch gut, dass ich dieses Mini-Manfrotto-Stativ hier jetzt dabei habe, weil sonst müsste ich jetzt die Mittelsäule rausnehmen hier aus meinem großen Rollerstativ. Boah, komm, das gefällt mir noch fast besser als das Stegfoto. Was sagt ihr? Hier musste ich mich jetzt echt ein bisschen anstrengen, um echt zu schauen, was eignet sich hier, was ist hier eine gute Bildkomposition, was schaut echt auch besonders aus hier an der Geschichte, weil diese Felsen, wenn ihr die hier neben mir seht, die schauen echt nach nichts aus. Alles ist hier irgendwie kahl, vertrocknet, scharfkantig. Noch mal kurz aus, dann sehen wir uns am nächsten Spot. So Leute, ich bin jetzt nach Rovinci weitergefahren. Das war jetzt circa eine halbe Stunde von meinem letzten Fotospot weg. Und hier möchte ich ein Nachtbild anfertigen. Und zwar hier von der Hafenmauer aus fotografiere ich direkt auf die angeleuchtete Kirche im Hintergrund. Vor mir ist wirklich ruhiges Wasser und hier eignet sich jetzt tatsächlich eine Langzeitbelichtung. Vielleicht auch auf einer 22er Blende. Und da sind wir jetzt schon bei dem Punkt. Wenn ich eine Langzeitbelichtung machen möchte auf einer 22er Blende, dann brauche ich eigentlich im Bulb-Modus meinen Funkfernauslöser. Aber den habe ich heute nicht dabei. Und dieses Thema, ohne Funkfernauslöser hier im Bulb-Modus zu fotografieren, kann ich jetzt mit Hilfe von 2 Apps eigentlich lösen. Die Haupt-App wird sein die Sony-App, diese Sony Imaging-App, so heißt sie, glaube ich. Da kann ich nämlich auch den Bulb-Modus von meinem Smartphone aus bedienen. Und die andere App wird Fotopilz sein, die rechnet mir die richtige Belichtungszeit aus. Meine Kamera habe ich jetzt hier im Hochformat einfach schon mal aufgebaut und habe das Bild jetzt hier auf 25 Sekunden auf einer 3.2er Blende gemacht. Also 25 Sekunden, 3er Blende, ISO 100. So ist das Bild richtig schön ausgeleuchtet. So, und wenn ich jetzt in den Bulb-Modus gehen will, um auf F22 zu belichten, zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ich starte jetzt hier gleich mal meine Fotopilz-App. Und dann könnt ihr das direkt mal nachvollziehen, wie ich das Thema löse. Gut, ich mache hier mal Fotopilz auf und gehe hier auf Belichtung. So, dann muss ich hier eingeben meine 3
0,2er Blende, die ich ja hier eingegeben habe, und die 25 Sekunden Verschlusszeit, die ich jetzt auch hier so in meiner Kamera drin habe. Und ISO 100 ist fest. So, und wenn ihr jetzt seht, ich möchte auf F22 belichten, auf F22 das Foto machen, um möglichst schöne Blendensterne da hinten einzufangen. Und würde jetzt auf ISO 100 bleiben, dann müsste ich jetzt hier 21 Minuten lang im Bulb-Modus das Foto machen. Das ist mir deutlich zu lang. Deswegen mache ich es jetzt so, dass ich die ISO wirklich hochschraube, mal auf ISO 800. Das kann die Kamera noch ganz gut ab. Und da wäre ich jetzt bei 2 Minuten und 39 Sekunden, um hier ein optimal belichtetes Bild hinzukriegen. Also 2 Minuten, 40 Sekunden, der wäre das gefixt. Als nächstes muss ich jetzt reingehen in die Sony Imaging App. Verbinde meine Kamera hier mit der App. Und hier kann ich jetzt tatsächlich den Bulb-Modus einstellen. Wenn ich hier an der Kamera die Wi-Fi-Einstellungen aktiviert habe, den Flugzeugmodus ausgemacht habe, dann gehe jetzt hier mal auf Bulb-Modus. Jetzt erscheint auch hier in meinem Handy-Display Bulb. Jetzt brauche ich hier nur noch eine Möglichkeit, da setze ich mir vielleicht einen extra Timer mit 2 Minuten 40, dass der klingelt. Das kann die App irgendwie leider nicht, glaube ich. Deswegen mache ich das jetzt hier manuell. 2 Minuten 40. Zack, setze den jetzt hier auf Start. So, dann wähle ich jetzt hier die Blende 22 an der Kamera aus. Wähle ISO 800. Das könnt ihr auch in der App machen, aber ich mache es an der Kamera, das geht schneller. Ja, jetzt brauchst du das Stativ. ISO 800. Und so wie es aussieht, ist meine Kamera jetzt tatsächlich im Bulb-Modus. Bulb leuchtet hier auch rot. Jetzt muss ich diese 2 Minuten und 40 Sekunden einfach abwarten. Und dann sollte das mit dem Bild klappen. Ja, dasselbe Bild werde ich dann auch nachher nochmal im Querformat machen. Da kommt es auch nochmal gut. Wichtig ist mir vor allem, diese Lichter auf dem Wasser auch einzufangen. Also nicht nur die Blendensterne. Und jetzt drücke ich wieder auf Bulb. Boom. Yes. Schau nochmal kurz rein. Wow. Leute, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ah, jetzt sehe ich aber auch was, Leute. Dadurch, dass ich 2 Minuten lang belichtet habe, habe ich jetzt natürlich auch diese Streifen oben von den Sternen mit drauf. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil wir haben Vollmond. Hätte gedacht, man sieht überhaupt keine Sterne, aber man sieht sie tatsächlich. 2 zumindest, die kann ich vielleicht noch wegpinseln. Aber ansonsten ist das ein sehr, sehr schönes Bild. Aber ihr seht, ja, entweder willst du eine Langzeitbelichtung mit diesen Blendensternen auf F22, dann hat man halt die Streifen im Himmel von den Sternen, oder man bleibt auf 10 Sekunden, ist safe, hat halt keine Blendensterne, aber das tut dem Bild jetzt auch nicht gerade schlecht. Schau es mir nochmal an. Und es muss tatsächlich auch nicht immer die F22 sein, um Blendensterne hinzukriegen. Das hatte echt auch mit der Helligkeit der Lichtpunkte zu tun. Jetzt auch auf einer 6er Blende kriegt man auch gute Blendensterne hin. 6er Blende, ISO 500 und 10 Sekunden Belichtungszeit. Und das Bild ist auch top. Das kannst du nehmen. So, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick hier in Kroatien, in Istrien geben, dass auch hier wunderschöne Fotomotive auf einen warten, wenn man denn hier zufällig im Urlaub ist. Wow, was für eine geile Tour jetzt nochmal am Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liked auch gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye bye, euer Sigi. Heute jetzt aus Rovinj.